Oh! Der ist so wahnsinnig. Geil, glaube ich, hätte das viel länger gekonnt, wenn ich kein Asthma hätte. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir schauen uns heute wieder lustige deutsche Memes an und lachen über den Content, den andere Leute erstellt haben für uns und verdienen damit Geld. Es ist so ein super unfaires System. Ich habe so viel Kohle. Und ich bin auch wirklich mittlerweile an einem Punkt, wo ich sage, ich verlinke die Leute unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr die Originalvideos sehen. Leute, mit dabei ist heute zum Glück niemand Geringeres als mein guter Freund Jule.exe und Jesus von Nazareth, die hier die Videos erstellen. Ich bin dabei! Die hier die Videos erstellt haben, Vive ist auch mit dabei. Wenn wir schon vom Thema Verlinkung, kannst du mich auch verlinken? Nö. Perfekt, Leute. Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall einfach an mit deutschen Memes. Mashallah, sag einfach der hübsche, Leute. Hier geht es wieder ganz klar um Montana Black und alles, was drumherum passiert. Lukas, es ist wieder nicht Lachen-Challenge. Und denk dran, Lukas, wer lacht, der muss diesmal tatsächlich, und ich meine das 100%ig ernst, seine eigenen Fingernägel essen, ja? Letzter Mal 10 Nägel, aber können wir gerne machen, ja. Okay, oder nein, wir machen so. Wer jetzt lacht, muss dem anderen 1 Euro geben, okay? Pro Lacher 1 Euro, okay? Mashallah, ich werde 1000 Euro los, aber los. Okay, perfekt. 3, 2, 1 und los. Nicht lange reden, wir gehen einfach mal los, ne? Mhm. Ah ja, Leroy, blöde Formulierung. Wie bist du Sünde? Sei ehrlich. Um Weiber zu kennenlernen. Wie Weiber kennenlernen? Willst du Jungs kennenlernen? Also willst du Jungs kennenlernen und keine Frau? Nein, Bro! Sieht man das? Alter. Gut, Lukas, gib mir am Ende einfach 100 Euro und dann sind wir durch, das passt schon. Ich bin komplett damit überfordert und weiß nicht, was ich tue. Und unten muss ich auch noch eins reinlegen. In der Spalt hier. Da. Der Held der Steine. Ich bin erleichtert, dass es jetzt geklappt hat. Ich hätte nie gedacht, dass es doch Alter. Ein großer Druck war. Alter, Alter. Real Talk. Ja, 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 immer, immer bei Einkaufen, Hund, Gasse gehen, alles. Der ganze Körper ist total unter Druck. Aber ja. Dass es dann doch so eine große Last ist, die dann plötzlich in deinem Fett ist. Ja, ja fühle ich. Ich habe mir eine Sonnenbrille bestellt. 400 Euro von Fiemann. Okay. Nicht lachen, okay? Okay. Monte? Monte, Digga. Yeah. 700 Euro für 3 Brillen. Junge, erstmal. Erst recht die untere, Digga. Was ist Digga, das? Digga, ist alles ganz weird. Alles ganz, ganz selten. Wenn du mich siehst, sag Maschala einfach ein Hübscher. Ja, ganz Fiemann. Genau. Vor allem, weil der Mund halt frei ist. Das bringt halt gar nicht diese Maske einfach. Mach die Augen zu. Du machst jetzt die Augen. Ich schlag gleich meinen Tisch kaputt. Ich schwöre es dir. Mach die Augen zu. Mach die Augen auf. Das ist ein Schnitzel. Perfekt, danke schön. Haben, Digga. Ah, okay. Lockdown in Germany, be like. Ist das ein Gefängnis? Nee, ich glaube, es war echt ein normaler Ding. Einschränkungen? Junge, stark, Digga. Oh, ganz ehrlich, die Maske hätte ich gerne. Ich glaube, ich bestelle mir eine Shrek-Maske. Geh damit jetzt einkaufen. Ist das gut. Stark. Ey, verdammte Scheiße. Es ist eine Frechheit, Digga. Es ist eine Frechheit. Ja, ja, ja. Krass, hätte ich gedacht, dass das ihm so verhältnismäßig leicht fällt, ehrlich gesagt. Einfach ich. Hey, was machst du? Mach! Ich werfe mein Handy runter. Oh, mein Handy! Oh, Mann! Nein, kein Blee! Oh! Er hat das oben auf die Mann. Wenn man Prank Bros auf Wish bestellt, Digga. Ganz, ganz schrecklich, Alter. Aber ich glaube, das Video könnte auch eigentlich von Prank Bros Originale so sein. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, so schlecht wie die gefaked sind, die Sachen, Digga. Raste so aus, Junge. Ich nehme diesen Controller ganz normal mit einem normalen Zornanfall und werfe ihn hier auf den Boden und der prallt ab. Und so ist ein 1000 Euro fertig. Ich könnte wirklich. Je mehr Leute teilnehmen, desto mehr Möglichkeiten habt ihr zu gewinnen und das Land auszusuchen, was euch gefällt. Oh, Product Race Super geil. Was jetzt? Oh, Junge, Alter. Steffen, nein, nein, Boy. Steffen, nein. Mann, Steffen. Digga, Real Talk. Musst du immer alles kaputt machen, was denn? Steffen. Kennst du die? Ja, mit Steffen, Alter, ganz oh, schlimm, das ganz ist schlimm. Ja so okay, warte, warte, Mann. Ich hab neue Spaghetti für dich. Oh, Steffen. Oh, ja, das ist so lustig, Alter. Junge, 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 und dann ist es irgend so bei PUBG, irgend so chinesischer Name und du denkst dir so, oh shit. Da muss ich los. Mhm. Alles klar, und ab dafür.
Was? Buxtehude. Köfte, Spieß. Okay, Jesus von Nazareth kommt mit heiligen deutschen Memes um die Ecke, meine Freunde. Let's go. Das Gute ist bei deutschen Memes, die sind alle copyright-free, weil wir Deutschen einfach keinen Copyright-Content auf YouTube hochladen. Weil wir sind nämlich deutsch und wir halten uns dran. Urheberrecht ist wichtig. Oh, Junge. Junge. Oh, Junge. Oh, Digga. Shisha-la-Visha, Digga. Shisha-la-Visha und rein in die Bong. Ja, Jacke kostet 700 Euro. Schuh weiß nicht, Digga. Schuh weiß ich nicht. Der hat keine Schuhe angehabt, oder? How pretty are you? Ja, wahrscheinlich, oder? Ja. Ehrenmann, also, der Typ, Digga. Ganz ehrlich, ja, wahrscheinlich, da hat er vollkommen recht. H2O ist Luft. Ja, Justin, das ist falsch. H2O ist Water, ein Wassergetränk. Oh, Kinder, 3 Uhr morgens. Junge, so schwachsinnig, Alter. Jetzt. Oh mein Gott, wie Digga, cringe. Was ist denn das, Alter? Polizei.nrw Karriere, als ob die damit werben und als ob irgendjemand sagt, jo, ich geh zur Polizei, weil die machen TikToks. Wenn ich so TikToks sehe, die kann ich ernst nehmen. Leute, ich habe tatsächlich den Emoji gefunden. Alter. Wir sind verloren. Wir sind Minus einfach IQ. Verloren. Wann dürfen wir uns wieder mit Freunden treffen? Im Mai oder im Juni? Oh. Im Mai oder im Juli? Im August? September, Oktober, November. Ja, ich weiß, was random ist, Digga, aber was meinst du mit random? Random. Das Haus, es war blau, Deutschlehrer. Ja, Mann, ich fühl's auch. Das geht unter die Haut. Bitte beleidigt mich, okay? Ich hab's verdient, beleidigt zu werden, aber geht... Okay, daran halten wir fest. Das ist kein Problem. Ey, auch auf Real Talk, ne? Dem seine Videos, er macht, ich ändere mich jetzt. Gestern kam wieder meine Freundin, Ex-Freundin mit OGs gegen die Fortnite. Oh, da müssen wir uns das nochmal anschauen im Stream hier, den kleinen Gachbe. Geht bitte nicht auf Mutter. Das mache ich mit deiner Mom, Junge. Genau die Stelle. Tschüss. Beatboxer, wenn sie ein Beat hören. Schlag drauf! Bro, willst du wirklich nichts essen? Willst du wirklich nichts essen, Bro? Keine Ahnung. Das ist doch nicht die Frage. Ich hab Sprinter gekauft. Schaust du, neue Sprinter? No, wir wollen Sitzheizung, Automatik, 7G-Tronic, Dortmund-Kellersystem. Ist gut, Navi. Ist gut. Raus! Spann sie mal an. Herr Scherer, spann sie mal an. Boah, Maschine! Digga, komplett Lehrer, respektlos, Digga. Alter. Der arme Lehrer. Digga, Literatur, aber nicht in Ostdeutschland. Nein. Junge, der ist so wahnsinnig, der ist so wahnsinnig einfach. Deswegen wollte ich nicht haben. Der schreit immer so, es ist, nee, das war's schon wieder. Ey, ganz kurz, kennst du die Reaktion von Trimax auf Kapital? Ja. Aber wer ist denn jetzt der Täter? Warte mal, ja, und vor allen Dingen so, das von UFO? Ah, nee, das ist von Stay High. Nee, von Stay High. Das ist von Stay High. Ey, Trimax ex Deutschrap, Digga. Ich möchte, dass Trimax mit Sascha und Spendi gemeinsam so einen Balkan-Deutschrap-Mashup macht, Digga. Da freue ich mich drauf. Keine Ahnung. Kein Meme-Video ist irgendwas ohne Trimax. 3 oder 4, was? Tage? Wochen? Monate? Ja, vielleicht 5. Wo sind die Franzosen? Moi, Chandon, Veuve, Clicquot. Alter. Dass der im Gefängnis sitzt, ne? Immer gemacht.
Immer gemacht, ja, Digga. Ich hab einmal Real Talk, ich hatte einen Kollegen, der hat einen Campinggaskocher dabei, der hat hinten Raviolis warm gemacht. Ja, in der Schule halt, als ob das. Bruder, ich schwöre es dir, die Lehrerin hat es nicht mitbekommen. Diese Lehrerin hat 400 Kilogramm gewogen, das ist kein Spaß, und sie hat es nicht mitbekommen. Man konnte bei der alles machen. Einmal hat mein Kollege auch hinten Holz gehackt und ein Haus gebaut, Blockhütte in der Ecke. Ja. Ja, Pennymark! Leider, Gottes, können wir das hier nicht weiter gucken, meine Freunde. Checkt das auf jeden Fall im Originalen aus, weil der Alphabet-Song mussten wir leider immer wieder hier muten an der Stelle, weil es immer wieder geklemmt und gesperrt wird. Grüße geht raus an die Erstellerin dieses Videos. Ich bin an der Stelle raus, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, schaut auf jeden Fall gerne bei den Kanälen unten vorbei. Jesus von Nazareth und natürlich auch Juli.exe, Hungriger Hugo. Schaut an alle, die deutschen Meme-Kultur hier nach vorne bringen. Ich bin an der Stelle raus. Hallo, und bei mir kann man auch vorbeischauen. Ich bin an der Stelle raus. Auf Wiedersehen. Tschüss. Perfekt, danke.